ihr Lieben, ich bin Christin alias Stekolinchen und möchte heute mit euch den Herrengeldbeutel Tobi nähen. Bei diesem Geldbeutel kommt es besonders auf die Stoffauswahl an, denn der soll ja männlich wirken. Deswegen empfehle ich entweder Jeansstoff oder Kunstleder oder auch ein Nylon. Das ist so eine Art Rucksackstoff, das auch abwaschbar ist. Der Geldbeutel zeichnet sich besonders durch seine vielen Fächer aus. Wir haben ein kleines Fach für einen Chip oder einen Euro, das man aber auch weglassen kann, sowie 8 Kartenfächer und 4 Extrafächer. Wir haben hier ein Fach, eins dazwischen und noch unterhalb, sowie unterhalb des Münzfachs. Durch einen Druckknopf und einen Verschluss halten die Kartenfächer gut zusammen. Der Futterstoff des Münzfachs sowie des Geldfachs können ebenso farblich abgesetzt werden. Und jetzt geht's los! Wir beginnen jetzt mit dem Münzfach. Dafür habe ich schon mal den Jeansstoff, den Außenstoff mit Bügeleinlage verstärkt, damit das Münzfach später besseren Halt hat. Wir legen jetzt beide Teile rechts auf rechts aufeinander. Anhand des Schnittmusters habe ich mir hier schon die Wendeöffnung übertragen und kleine Einschnitte gemacht. Wir klemmen jetzt die beiden Lagen zusammen und nähen mit 0,7 cm Nahtzugabe einmal ringsherum und verriegeln hier wieder am Ende der Wendeöffnung. Wir verriegeln den Anfang. Ende der Naht verriegeln wir wieder. Jetzt können wir die Nahtzugabe kürzen. Wir schneiden die Ecken schräg ab und auch die Seiten können wir bis ca. 0,3 cm zur Naht wegschneiden. Mit Hilfe eines Stäbchens können wir jetzt das Münzfach wenden. Nach dem Wenden müssen wir das Münzfach noch bügeln. Dazu legen wir die Wendeöffnung schön sauber aufeinander und bügeln das Ganze schön sauber aus. Um die Wendeöffnung zu schließen, nähe ich jetzt hier knappkantig die Naht zusammen. Dafür habe ich mir jetzt extra einen Jeansfaden mit einer passenden Nadel eingefädelt. Und für die bessere Optik nähe ich auch an der oberen Kante noch einmal knapp rüber. Jetzt werden die zwei Seiten zusammengenäht und zwar hier haben wir die Klappe des Münzfachs und hier ist das eigentliche Münzfach. Wir nehmen jetzt hier diese zwei Seiten und legen das von Ecke auf Ecke zusammen und stecken uns das mit Klammern. Wiederholen das Ganze auf der anderen Seite. Und diese zwei Seiten nähen wir jetzt wieder knapp zusammen. Nachdem die Stofflagen jetzt recht dick sind, lege ich mir so einen Abstandshalter unter das Nähfüßchen. Alternativ könnt ihr da auch einfach einen dicken Jeansstoff darunter legen. Achtet jetzt bei der Naht darauf, dass ihr auf dieser langen Seite näht von dem Kartenfach, dass man die schöne Naht auch sieht. Wiederholt das Ganze jetzt auch auf der anderen Seite. Anschließend bügeln wir jetzt hier diese untere Kante, und zwar hier in der Verlängerung, dass es hier gerade ist. Und auf der anderen Seite genauso.
sowie einmal den Deckel. Da lasse ich hier ein bisschen Luft. Und fertig ist das Münzfach. Wir falten nun die Kartenfächer. Dazu habe ich mir aus dem Schnittmuster die untere Seite markiert, sowie alle Einschnitte anhand der Falten eingeschnitten, so 2 bis 3 mm. Wir beginnen jetzt an der unteren Seite mit einer Bergfalte. Das bedeutet, die geht wie ein Berg nach oben. Anhand der 2 Einschnitte nehme ich mir das zusammen und lege es so zusammen und bügel diese Falte schön sauber aus. Dann falte ich mir das wieder zurück und mache eine Talfalte, indem ich das so rumklappe. Um es gut zu bügeln, klappe ich das nochmal nach oben und kann hier schön sauber meine Falte bügeln. Klappe es wieder zusammen und jetzt geht es wieder weiter mit der Bergfalte, der Talfalte. Bergfalte, eine Talfalte. Berg, Tal und die letzte Faltung ist unsere Umbruchlinie. Die können wir einfach einmal auch bügeln. So haben wir jetzt schon mal unsere ganzen Kartenfächer schön sauber gebügelt. Die letzte Falte klappen wir jetzt wieder um, dass es schön offen liegt. Mit der Nähmaschine nähe ich jetzt auf der Seite und auf dieser Seite ganz knapp alle Falten zusammen, damit nichts mehr verrutscht. Jetzt nähe ich hier ganz knapp zusammen. Den Faden habe ich jetzt wieder gewechselt. Die Naht müssen wir auch nicht unbedingt verriegeln, das ist ja nur so eine Sicherungsnaht, dass die Falten nicht mehr sich verschieben. Weiter geht's mit dem Chipfach. Dazu bügeln wir einmal den kleinen Kreis in der Mitte zusammen. Rechts auf rechts. Und jetzt nähen wir mit der Nähmaschine einmal von hier ungefähr bis hierher und von hier nach da ungefähr 0,5 Zentimeter Abstand und lassen hier eine Wendeöffnung. Stellt euch dazu den Stich etwas kleiner auf 2,5. Jetzt wenden wir das Ganze. Vor dem Wenden kürzt bitte noch etwas die Nahtzugabe. Mit Hilfe eines Stäbchens können wir das jetzt wenden. Seid schön vorsichtig, damit die Naht nicht reißt. Nach dem Wenden bügeln wir das Chiptäschchen sauber aus. Wer möchte, kann jetzt hier noch eine Ziernaht setzen. Jetzt wird die Position der Chiptasche vom Schnittmuster übertragen. Dazu legen wir das Schnittmuster auf und mit Hilfe eines Zauberstiftes oder Kreide können wir die Punkte hier auf den Stoff übertragen. Und das Chiptäschchen feststecken. Ich habe jetzt zuvor noch eine Ziernaht gesetzt und nähe jetzt knappkantig das Chiptäschchen auf. Nehmt wieder einen kleinen Stich, denn die kleine Rundung kommt so besser raus. Wir legen nun die Kartenfachrückseite rechts auf das Kartenfach und stecken uns das fest. Wir lassen hier auf der unteren Seite eine Wendeöffnung und nähen jetzt hier ringsherum einmal herum. Im Abstand von 1 cm Nahtzugabe nähe ich jetzt einmal ringsherum und beginne an einer Seite der Wendeöffnung. Verriegeln die Naht. Auch hier habe ich
die Nahtzugaben ringsherum gekürzt und wende das Ganze. Nach dem Wenden bügeln wir das sauber aus. Achtet auch darauf, dass die Wendeöffnung hier schön sauber aufeinander liegt. Anschließend steppe ich jetzt rechts und links einmal knappkantig ab. Ich steppe nun die Seiten, beide Seiten knapp ab. Wir messen nun die Strecke von hier nach da. Das sollten 22 cm sein und machen nun bei 11 cm genau in der Mitte eine Kreidelinie. Anschließend gehen wir sowohl nach oben und nach unten jeweils im Abstand von 1 cm und ziehen eine weitere Linie. Wir klappen nun das Teil an der Mitte zusammen, legen alles bündig aufeinander und klammern uns die untere Seite mit Klammern fest. Wichtig ist nun, dass ihr die beiden äußeren Linien absteppt und dann anschließend einmal von der Mittellinie die untere linke Seite bis nach außen. Steppen nun. Anschließend nähe ich von der mittleren Linie bis nach außen, knappkantig. Weiter geht's jetzt mit dem Außenstoff und dem Geldfach Futterstoff. Hier habe ich mir schon mal aus dem Schnittteil wieder die kleinen Einschnitte übertragen. Um später den Geldbeutel leichter zusammenzufügen, bügele ich jetzt an allen vier kurzen Seiten einen Zentimeter um. Das wiederhole ich jetzt an all den vier kurzen Seiten. Nach dem Bügeln sehen jetzt die Seitenteile so aus. Das Geldfach legen wir mal beiseite und drehen uns den Außenstoff wieder auf rechts, dass die rechte Seite nach oben guckt. Jetzt haben wir hier unsere Einschnitte vom Schnittmuster, das ist diese Umbruchlinie. Und zwar die kürzere ist oben. Und anhand der kürzeren legen wir jetzt hier, sowohl an beiden Seiten im Abstand von 2 cm, ziehen wir uns eine Kreidelinie. Und auf der anderen Seite auch. Zusätzlich bügeln wir jetzt noch die Umbruchlinien um, und zwar anhand der kleinen Einschnitte. Jetzt nähen wir den Verschluss. Legt euch dazu das Teil so aufeinander, dass die langen Seiten hier aufeinandertreffen. Wir nähen jetzt eine lange Seite und eine kurze Seite ganz knapp. Nach dem Wenden habe ich den Verschluss gebügelt und einmal mit einer Ziernaht ringsherum gesteppt. Jetzt übertragen wir wieder vom Schnittteil die Stelle für den Verschluss. Dazu legt euch den Schnitt auf euer Außenstoffteil und übertragt hier die beiden Enden des Verschlusses. Wir legen jetzt nun mit der schönen Ziernaht nach oben den Verschluss hier an.
und stecken das mit einer Nadel. Und steppen hier einmal knappkantig fest. Jetzt übertrage ich mir anhand des Schnittmusters die Position des Karten- und des Münzfachs. Dazu legen wir das Schnittmuster wieder auf und übertragen uns die Eckpunkte der Fächer. Die Außenlinie ist jetzt genau unsere Kreidelinie, deswegen treffen die Punkte hier genau hin, dann haben wir es richtig gemacht. Wir legen jetzt das Geldkartenfach anhand unserer Punkte und der Kreidelinie. Also diese Kreidelinie wird sozusagen weitergeführt durch diese Mittellinie. Das stecken wir uns jetzt fest. Und nähen jetzt erstmal nur diese Mittelnaht. Die ist genau auf unserer mittleren Kreidelinie. Jetzt steppen wir nur noch von der mittleren Naht einmal die obere Kante ab und einmal die untere Kante ab. Befestigen wir das Münzfach. Wir nehmen das Münzfach und anhand unserer Punkte setzen wir es wieder an, können uns auch an der Kreidelinie nochmal orientieren. Klappt es mal zusammen und schaut nochmal, ob es gut aussieht. Kann man auch nochmal verschieben, wenn man möchte. So, jetzt sind wir in unserer Bügellinie hier. Bügelkante können wir jetzt eine Nadel stecken und eine Nadel, wenn wir hier aufklappen, an dieser Seite. Wir beginnen jetzt einmal hier, nähen hier bis hier rüber, dann wechsle ich wieder den Faden, weil ich hier wieder meinen Jeansfaden haben möchte und nähe hier einmal bis runter. Jetzt nähe ich noch die Seitennaht. Höre hier unten kurz vor dem auf. Jetzt klappe ich hier dieses Fach um und nähe jetzt noch die untere Kante. Wir bringen jetzt die Kammsnaps an. Hier mache ich mir zuerst mal einen Verschluss rein. Und jetzt ist es wichtig, eben um das Gegenstück anzubringen, ermitteln wir zuerst mal die Position. Hier. Und jetzt ist es wichtig, dass wir nur in dieses Außenfach durchstechen, nicht durch das Ganze. Wir bringen jetzt von unten das Gegenstück an. Die gleiche Art und Weise könnt ihr dann auch den zweiten Knopf hier am Münzfach anbringen.
Legt nun das Geldfach-Futterteil auf den Außenstoff, klappt dazu diese kurz umgebügelten Kanten wieder auf. Das ist hier genau richtig, dass es kürzer ist, weil das sind ja unsere Umbruchlinien, das wird dann am Schluss auf die gleiche Länge aufgefalten wieder. Das Ganze nennen wir jetzt mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Wiederhole das jetzt auf der anderen Seite noch. Nach dem Wenden bügeln wir jetzt diese Kanten schön sauber aus. Die Umbruchlinien treffen auch wieder schön aufeinander. Und jetzt legen wir hier unseren zuvor schon mal gebügelten 1 cm wieder um. Jetzt tun wir uns nämlich leichter, weil wir es vorhin schon mal gebügelt hatten. Lasst lieber den Außenstoff etwas überstehen, anstatt den Futterstoff. Also es ist besser, wenn das ein bisschen übersteht, als andersrum. Ordentlich gebügelt sieht das Ganze nun so aus. Und jetzt nehmen wir hier an der breiteren Seite einmal im Schatten der Naht. Das bedeutet genau an dieser Linie. Hier ist jetzt nun meine Nahtlinie, aber nachdem ich die auch in dem Jeans-Design haben möchte, nähe ich jetzt einfach nochmal genau auf der Naht nochmal mit meinem Jeansfaden entlang. Jetzt kommt schon der letzte Schritt. Wir klappen jetzt den Geldbeutel so zusammen und achten darauf, dass das hintere Teil ein kleines bisschen höher ist als das vordere Teil. Das ergibt einfach eine schönere Optik. Und wir stecken die Kanten mit Klammern fest und nähen jetzt einmal hier knappkantig und einmal hier knappkantig den Geldbeutel zusammen. Um hier jetzt schön vorbeizukommen, könnt ihr entweder einen normalen Nähfuß nehmen und eure Nadelposition verändern, die Nadel sozusagen in diese Richtung zu verschieben, oder ihr nehmt einen Reißverschlussfuß. Ich verstelle jetzt erstmal meine Nadel. -2,5 und lege hinten mir wieder so einen Abstandshalter hin, dass ich gut den Stoff erwische. Jetzt schön langsam, denn ganz schön dick. Das Gleiche wiederholen wir jetzt auf der anderen Seite. Ich jetzt die Außenseite nochmal mit meinem Zierfaden und nähe genau auf meiner zuvor genähten Naht. Und fertig ist unser cooler Herrengeldbeutel. Wir haben hier unsere tollen Kartenfächer. Ich hoffe, der Geldbeutel gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!